Diese Lagune wurde entworfen, um unsere Meeresreptilien zu beherbergen. Diese faszinierenden Tiere sind keine Dinosaurier, obwohl sie zu ähnlichen Zeiten lebten. Und mit dieser coolen Information starten wir in ein neues Jurassic World Evolution 2 Video. Ich möchte mir nämlich mit euch heute ein wenig genauer die Lagune angucken, beziehungsweise die 7 Wassersaurier, die man in Jurassic World Evolution 2 freilassen kann. Und ich hoffe dann auch darauf, dass wir die ein oder andere Animation und Interaktion zwischen diesen beobachten können. Und wir fangen mit dem Ichthyosaurus an, dem kleinsten Wasserbewohner von Jurassic World Evolution 2. Ein delfinartiger Urzeitfisch. Er sieht schon cool aus. Ich habe jetzt auch immer random Skins ausgewählt. Aber das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Der hat so orangene Streifen. Schimmert ganz schön in der Sonne. Und da ist sogar so ein bisschen rot mit drin. Aber hier sieht man schon, wie hochauflösend diese Lebewesen von JWE sind. Also man sieht wirklich jede Schramme und jeden Kratzer auf der rauen Haut. Ich finde auch, dass JWE2 unter Wasser richtig schön aussieht. Siehst du, das Licht bricht auf dem Körper, das sieht schon nice aus. Oh, jagt der gerade? Ah, tatsächlich. Da hat er einen Fisch gefangen. Und zack, da schnappt er sich einen Fisch. Oh, die Fische sehen aber komisch aus. Zucken ganz komisch. Aber so Interaktionen untereinander habe ich jetzt in der Zeit nicht beobachten können. Oh, ein perfektes Stoppbild. Das ist ja nice. Da hat er gerade den Fisch im Maul. Sehr cool. Das habe ich gerade erstmal gescreenshottet, weil das echt ein nices Stoppbild ist. Ich werde jetzt mal auf Play drücken und dann gucken wir uns das an. Zuck. War jetzt nicht spektakulär, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Und als nächstes haben wir den Plesiosaurus. Auch mit einem sehr coolen Skin. Pausier mal kurz, das sieht man nämlich gerade sehr gut. Ein richtig schönes Grün. Oh, die Kamera spackt hier richtig ab. Perfekt. Und so hellgrün oben auch noch. Und ein bisschen beige Punkte. Genauso wie der Bauch ist. Ich glaube, das ist ja so das Urzeitlebewesen, von dem der Mythos Nessie kommt. Ach, die Kamera spackt, weil hier noch so einer oben ist. Ah, okay. Der blockiert mich ein bisschen. Ah, macht nichts. Finde ich auch richtig cool. Der ist aber, glaube ich, ungefähr vielleicht ein bisschen größer als der Ichthyo. Das werden wir bestimmt gleich auch noch im Vergleich sehen. Weil zwischen diesen gibt es auf jeden Fall eine Kampfinteraktion. Oh, jetzt sieht man sogar den Größenvergleich ganz gut. Fast genau gleich groß. Einen ganz kleinen Ticken größer als der Plesio. Ich hoffe, wir kriegen hier gleich auch noch einen Angriff zu Gesicht. Das wäre ganz cool. Ja, die waren beide nur am Angeln. Oh, der angelt auch gerade. Das ist halt so schwer, die Animation zu Gesicht zu bekommen, weil es alles so schnell geht. Haben wir auch wieder ein gutes Stoppbild, wo er sich den gerade ins Maul stopft. Ich mach mal wieder Play, dann seht ihr das mal. Mal so bis hier. Oh, der braucht sogar ein bisschen, um den runterzuschlucken. Ja, cool. Haben wir das wenigstens auch mal gesehen. Ja, Leute, fast habe ich es wieder verpasst. Hier passiert gerade eine Animation. Und gerade noch rechtzeitig stoppen. Sieht auch wieder super interessant aus, das Stoppbild. Okay, das war ein bisschen komisch. Aber ich glaube, den Ichthi hat's. Ne, die beide sind am Bluten. Also beide sind auf jeden Fall verletzt. Das ist halt so schwer, im richtigen Moment zu stoppen und das zu Gesicht zu bekommen. Aber falls ihr so Animationen sehen wollt, dafür habe ich dann auch einen Zweitkanal. Da sind so
Animationsvideos von JW2 im Handyformat ist unten in der Videobeschreibung. Schaut da gern vorbei. Oh, es könnte sein, dass wir es jetzt nochmal sehen. Oh ja, er hat ihn an den Kopf gebissen und dann ist er einfach tot. War jetzt nicht so spektakulär. Aber jetzt haben wir die Animation zwischen den beiden wenigstens mal gesehen. Aber scheint so zu sein, dass die Ichthys ein bisschen schwächer sind. Hier liegen 4 Ichthys an der Wasseroberfläche. Also die Plesios haben sich da echt durchgesetzt. Der sieht halt heftig aus. Mega bedrohlich. Und coole Animation, wie die da rauskommen. Der Skin. So orange mit Türkis. Aber der Liopleurodon ist das, glaube ich, ne? Ja. Liopleurodon, der sieht sowieso mega beängstigend aus. Ist halt ein richtiger Drache. Und überall diese Stacheln, die er hat. Auch hier unten am Kopf. Der ist schon heftig. Ich nehme mal eben einen, der ein bisschen weiter unter Wasser ist. Mal ein bisschen besser gucken mit der Kamera. Cooler Skin. Und heftiges Unterwasserlebewesen. Da bin ich gleich mal gespannt, wie der sich hier im Todesbecken schlägt. In der Oberfläche haben wir auch noch einen. Der hat sogar so ein bisschen rot da in den Spitzen drin, so wie es aussieht. Unter Wasser sehen die Farben ja alle so ein bisschen blasser aus. Aber ich würde sagen, wir gucken uns den jetzt mal an, wenn er hier ein bisschen rumschwimmt. Machen auch coole Sounds unter Wasser. Was frisst er eigentlich? Frisst er auch Fisch? Wahrscheinlich schon, ne? Werden wir bestimmt gleich sehen. Oder vielleicht so Delfine? Wer weiß. Oh, der fängt gerade einen Fisch. Oh, die haben sogar so ein bisschen interagiert dabei, kann das sein? Sah fast so aus, als wenn die sich so beide auf den Fisch stürzen wollten. Oh, da schnappt er sich ein Ichthy und wirft ihn weg. Ich habe es gerade noch so auf Kamera bekommen. Sah ja lustig aus. Vielleicht sehen wir das gleich nochmal. Der schwimmt ihm genau hinterher. Der arme Plesio, er schwimmt um sein Leben. Ich weiß nicht, ob er eine Chance hat. Das ist hier gerade voll die Verfolgungsjagd. Nee, keine Chance. Kurzen Prozess gemacht. Aber der ist jetzt mega lange hinterher geschwommen. Und das nächste Unterwasserlebewesen ist der Atemborosaurus. Oh, der hat aber einen krassen Sound. Da haben wir ihn, auch mit einem sehr coolen Skin. Der leuchtet, der Skin. Mega gut. So langsam wird es ein bisschen größer, was die Unterwasserlebewesen angeht. Sieht so cool aus unter Wasser. Boah, die Sounds. Mega gut. Ey, die schwimmen immer so cool nebeneinander und so übereinander weg. Das sieht echt nice aus. Ich weiß nicht, ob das gerade Zufall ist oder ob das eine Animation ist. Habe ich jetzt aber schon ein paar Mal beobachtet, dass das so zustande gekommen ist. Oh, jetzt sehen wir hier einen Kampf. Liopleurodon gegen Atemboro. Der lebt aber noch. Der wurde nur angeknabbert. Sah aber komisch aus, die Animation, muss man sagen. Also, das sah nicht so clean aus. Oh, ich glaube, jetzt sehen wir es nochmal. Oh, diesmal sah die Animation gut aus.
Und das hat ihn jetzt auch erlegt. Das war's mit dem Attenboro. Da ist er tot. Und damit kommt der nächste. Jetzt wird's schon richtig groß. Da kommen auch nur zwei. Nämlich ist das der Tylosaurus. Den mag ich auch richtig gerne. Der hat auch einen coolen Skin. Sieht so ein bisschen aus, als wäre die Haut so bemoost mit diesem Grün da drauf. Gefällt mir. Sieht aus wie so eine alte Schildkröte, wo das halt schon so wächst. Das ist richtig cool. Ich glaube, der wird hier das Gehege erstmal dominieren. Der ist mit Abstand, glaube ich, der größte. Oh, da hat er sich einen Fisch gesnackt. Davon wirst du doch gar nicht satt. So groß, wie du bist. Nur mal so als Größenvergleich. Das ist der Liopleurodon und der Tylo dahinter. Also der Tylo ist schon viel, viel größer. Und hier habt ihr nochmal ein Ichthyr als Größenvergleich. Das ist schon krass, ne? Und der Mosa ist nochmal eine Nummer größer als der Tylo. Den sehen wir gleich auch noch. Oh. Jetzt passiert dir was. Er snackt sich nämlich ein Plesio. Oh, ging auch wieder relativ fix. Und das hier ist der nächste. Nämlich der Elasmosaurus. Der ist auch echt heftig. Oh, der hat auch so einen coolen Skin. Wo es so aussieht, als wenn er bemoost wäre. Wobei das schon ein bisschen unnatürlicher hier aussieht. Ein bisschen helleres Grün. Ah, der ist auch krass, der Elasmo, ne? Dieses Maul. Ist halt wie so ein Drache schon im Wasser. Vom Kopf her könnte er halt wirklich ein Drache sein. Oh, die greifen sich sogar direkt an. Elasmo hat gerade seinen kleineren Bruder getötet. Das war ein Plesio. Ah, hier ist es wirklich chaotisch in diesem Gehege. Ihr seht ja, was hier alles rumschwimmt. Das ist Wahnsinn. Oh, was passiert jetzt? Okay, das war's mit dem Elasmo. Da hat der Tylo kurz einen Prozess gemacht. Aber der Elasmo ist schon fast genauso lang wie der Tylo. Also der ist auch schon echt groß. Das war eine coole Kill-Animation. Der hat den wirklich lange noch so durchs Wasser gezogen am Hals. Oh mein Gott. Guckt euch das Gemetzel an. Hier liegen einfach nur noch Leichen. Das ist wirklich so chaotisch. Wer lebt denn überhaupt jetzt hier noch? Oh, es leben noch einige, okay. Das geht sogar noch. Ah, das ist schon echt krass. Und das ist hier der wahre König im Wasser. Der mit Abstand größte und beliebteste, würde ich sagen, nämlich der Mosasaurus. Den kennen wir ja alle. Der schnuppert hier schon an seiner Beute, so wie es aussieht. Sogar ein relativ heller Skin. Ich habe wieder versucht, da so ein bisschen grüne Akzente mit reinzubringen, hat aber irgendwie nicht geklappt. Aber macht nichts. Sieht trotzdem cool aus. Ist, glaube ich, auch der Einzige, der den Haifeeder benutzt. Den wir gleich bestimmt auch noch. Das ist so mega cool. Auch diese Sounds dabei. Liebe es. Oh, auch der Mosa frisst Fische. Interessant. In einem kleinen Haps. Aber nur so ein kleiner Appetitanreger, würde ich sagen, bei der Größe.
Ja, auch der Moser macht natürlich easy den Elasmosaurus platt. Aber jetzt brauche ich die gleiche Animation wie bei dem Tylo. Hier sehen wir nochmal perfekt den Größenunterschied. Das hier ist der Moser, das ist der Tylo. Also der Moser ist schon noch ein ganzes Stück größer. Und hier ist der Elasmo daneben. Frag mich ja, ob irgendeiner dieser Meeresbewohner den Moser töten kann. Und den Plesiosaurus schluckt der Mosasaurus. Einfach im Ganzen. Bei der Körpergröße und bei dem Maul ist das auch kein Wunder. Aber Leute, ich denke, ihr habt jetzt einen sehr, sehr guten Einblick in die Unterwasserwelt von Jurassic World Evolution 2 bekommen. Ich fand's richtig, richtig cool. Falls ihr das auch cool fandet, lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.